Geschäft aufzusuchen, dann sind Sie sicher auf etwas Bestimmtes aus. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Eine merkwürdige und irgendwie verwirrende Angelegenheit führt mich zu Ihnen. Es geht um ein spanisches Gewand und einen einäugigen Mann, der nur einen Arm hat. Ah, ich kann mir schon denken, wen Sie meinen. Bücher zur Geschichte der Seefahrt finden Sie auf einem der hinteren Regale. Danke. Na, das werde ich schon finden. Da ist mein Buch. Große englische Seefahrer. Ich bin zufällig auf dieses Buch gestoßen. Und ich hätte gern... Nein, lieber Dr. Watson, es tut mir leid, aber ich brauche jetzt ein wenig Ruhe. Tja, dann auf Wiedersehen, Barnes. Sagen Sie mir, Watson, was haben Sie erreicht? Wissen wir jetzt, was diese geheimnisvolle Unterschrift zu bedeuten hat? Ihre Absichten sind lobenswert, Watson, doch alles Wichtige ist Ihnen entgangen. Es handelt sich um ein Anagramm, Holmes. Die Buchstaben in Arseno Lodigno ergeben den Namen Horatio Nelson. Diese Bestätigung kommt mir gelegen. Der Diebstahl hat zweifellos mit der Schlacht von Trafalgar zu tun, die seinerzeit von Admiral Nelson gewonnen wurde. Sehr zum Leidwesen der Franzosen. Nelson hat während der Schlacht einen Arm und ein Auge eingebüßt. Und ihm wurde ein Denkmal auf dem Trafalgar Square gesetzt. Der Brief sagt, das Objekt der Begierde würde an der Seite seines Meisters sitzen. Aber am Denkmal gibt es nichts, das man stehlen könnte. Wir müssten irgendwo einen Stadtplan haben. Vielleicht werden wir ja in der Nähe des Trafalgar Squares fündig. Ha! Da ist er! Stadtplan von London. Was ist Ihrer Meinung nach auf dem Trafalgar Square stehlenswert? Zeigen Sie es mir auf der Karte, Watson. Was ist Ihrer Meinung nach auf dem Trafalgar Square stehlenswert? Zeigen Sie es mir auf der Karte, Watson.
Hier ist nur die National Gallery zu sehen gegenüber der Säule. Wieso nicht? Unser Mann will ein Gemälde stehlen. Nur welches? Gehen wir, Watson. Besichtigen wir die National Gallery. Rufen Sie uns eine Droschke. Ich schicke Lestrade eine Nachricht, dass er uns dort treffen soll. Sie kommen wie gerufen, Lamb. Nehmen Sie mich und meinen Freund mit in die Stadt. Mit Vergnügen, Dr. Watson. Die Herrin Miss Brownsby hat mir heute freigegeben. Ich warte auf Sie. Und, Holmes, was tun wir? Zerbrechlich. Porzellan im Museum? Kunst ist kostbar, mein lieber Watson. Doch diese Kiste ist ungewöhnlich. Schätzungsweise 1 Meter an den Seiten mal 2 Meter. Was für ein Chaos! Was für ein Chaos! Guten Abend, meine Herren. Ich heiße Sie in der National Gallery willkommen. Da heute ein so wunderschöner Tag ist, sind Sie die einzigen Besucher und werden es wohl auch bleiben. Für eine geführte Tour sind jedoch mindestens... Wir sind nicht hier, um uns den Schönheiten Ihres Museums hinzugeben, junger Mann. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sherlock Holmes und das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Sherlock Holmes? Der berühmte Detektiv? In der Tat. Es besteht Grund zur Annahme, dass das Museum beraubt werden soll. Vielleicht schon heute. Was? Ein Raub? Ich bin nicht sicher, aber es gibt einen guten Grund für diese Annahme. Wir haben Inspektor Lestrade von Scotland Yard benachrichtigt, der jeden Moment zu uns stoßen wird. Sie können versichert sein, dass wir uns in offizieller Angelegenheit hier aufhalten. Bis dahin können Sie uns mit Ihrem reichhaltigen Wissen erfreuen. Eines der Gemälde spielt dabei eine wichtige Rolle. Leider weiß ich nicht, um welches es sich handelt. Aber ich verfüge über Hinweise, die es einem Experten wie Ihnen ermöglichen sollten, es zu identifizieren. Ja, natürlich. Ich arbeite aber erst seit 3 Tagen hier. Genau genommen bin ich noch in der Ausbildung und hauptsächlich für Verwaltungsaufgaben zuständig. Sagen Sie, ist meine Annahme richtig, dass es sich bei dem älteren der beiden Herren dort oben um den Museumsdirektor handelt? Ja, das ist Sir Poynter. Er wird Ihnen sicher eine größere Hilfe sein als ich. Leider ist er gerade sehr beschäftigt und es könnte noch eine Weile dauern. Aber diese Wand ist meiner Werke nicht würdig. Meine Werke sind eine Ode an Farbe und Licht. Es sind die Sterne und die Sonne selbst, die Sie mit Ihrem absurden Vorschlag zum Erlöschen bringen. Bitte verstehen Sie doch, Sir. Die Eingangshalle ist wechselnden Ausstellungen vorbehalten. Wir können den Raum jedoch ein wenig heller gestalten. Dann müssten Sie an der gesamten Decke Laternen aufhängen und natürlich nur feinstes Öl dafür verwenden. Auf keinen Fall Gas. Außerdem bräuchten wir Spiegel, die das Licht reflektieren. Und natürlich einige schlichte Bilder, um die Kontraste herauszuarbeiten. Wir werden unser Möglichstes tun, Sir. Dennoch bestehe ich darauf, dass zumindest ein paar meiner Werke auf der Hauptebene ausgestellt werden. Gleich neben den großen Ausstellungsstücken. Aber unsere Räume sind bereits alle belegt. Und wie Sie wissen, repräsentiert jeder ein besonderes Thema. Zu viel Modernismus würde... Wie kann es zu viel Modernismus geben? Modernismus existiert doch gar nicht. Es gibt nur die Kunst. Und Kunst ist zeitlos. Kunst ist kosmisch. Sir, vielleicht sollten wir diese Unterhaltung in meinem Büro fortsetzen. Sie haben doch sicher ein Register, das alle ausgestellten Arbeiten mit einer detaillierten Beschreibung enthält. Ja, Sir Poynter hat es mir heute Morgen gegeben. Ich sollte mich mit der Sammlung vertraut machen, aber ich...
habe es verloren. Ich weiß, ich bin ein sehr nachlässiger Archivar, aber als ich einen Rundgang durchs Museum machte, traf das Bild ein, über das Mr. Pointer gerade spricht, zusammen mit Kisten voller Werke, die schnell archiviert werden mussten. Ein verlorenes Register. Was halten Sie davon, Watson? Wie war Ihr Name noch, Mr.? Palinor. Mein Name ist Palinor, Sir. Also schön, Palinor. Mein Freund und ich werden das Museum nach dem verlorenen Buch absuchen. Wenn Sie es auf dem Rundgang verloren haben und es sich nicht auf Ihrem Pult befindet, müssten wir es in einem der Ausstellungsräume finden. Warten Sie hier. Wir kommen wieder, wenn wir es gefunden haben, und keine Sorge. Von uns wird der Direktor nichts erfahren. Haben Sie vielen Dank, Sir. Ich werde wieder meiner Arbeit nachgehen und auf Ihre Rückkehr warten. Sagen Sie, junger Mann, gibt es von diesem Gebäude einen Bauplan? Ja, natürlich. Ein Moment. Wo habe ich ihn nur? Ah, hier ist er. Auf Wiedersehen, Palinor. Dieser Maler, der sich mit dem Direktor unterhalten hat, er lässt seine Launen sogar an der armen Pflanze aus. Was glauben Sie, Holmes? Die Galerie der spanischen Maler. Die Anbetung des Namens Jesu von El Greco, 1541 bis 1614, spanischer Maler aus Kreta. Er gehörte der Schule des Manierismus an. Ein großartiges Gemälde von Murillo. Beeindruckend. Klage um den Leichnam Christi von Giuseppe de Ribera, einem Maler des Tenebrismus. Dieses Gemälde von Tiziano Vecellio, besser bekannt als Tizian, ist eine Allegorie der Klugheit. Aus der Vergangenheit schöpft die Gegenwart klug, um nicht der Zukunft zu schaden. Was für ein weiser Ratschlag. Die Galerie der spanischen Maler. Galerie der französischen Maler. Ein Porträt, Madame Moitessier von Ingres, der nebenbei auch ein Geiger war, so wie ich. Monsieur de Norvins, Porträt von Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780 bis 1876. Der Liebesbrief von François Boucher. Eine schöne Landschaft von Boucher, François, ein Meister der Farbe im Zeitalter der Aufklärung. Die Schlacht von Jemappes von Horace Vernet, einer der Siege der Französischen Revolution. Horace Vernet, die Schlacht von Hanau, die 1813 stattfand. Für Napoleon der Anfang vom Ende, trotz des Sieges. Watson, kommen Sie schnell. Was gibt es, Holmes? Haben Sie etwas gefunden? Ein Gemälde von meinem Großonkel Horace Vernet. Ich hatte ganz vergessen, dass ich hier auf seine Arbeiten treffen könnte. Das ist sicher der Vorfahre, auf den sich Lupin in seinem Brief bezieht. Ein wirklich talentierter Maler, finden Sie nicht? Wer? Lupin? Nein, Vernet. Obgleich Lupin auch gewisse Talente zu haben scheint. Er versteht sich nur auf andere Dinge. Da, offenbar haben wir das berühmte Registerbuch entdeckt. Es ist in Kurzschrift verfasst und enthält hunderte von Einträgen. Bringen wir es zum Archivar.
Ja, Mr. Holmes? Auf Wiedersehen, Palinor. Ja, Mr. Holmes? Hier ist Ihr Buch, mein Freund. Sie haben es gefunden! Vielen Dank. Sie werden doch Sir Pointer nichts davon sagen? Bestimmt nicht. Kennen Sie sich mit